Eine rauschende Ballnacht zum Frühlingsbeginn. Das ist der Brucker Wirtschaftsfrühling, bei dem Wirtschaftsbund Opfer Rosi Folger als Veranstalterin auch heuer wieder sehr viel Publikum begrüßen konnte. Also ich finde einfach, der 6. Wirtschaftsfrühling in Bruck an der Mur ist wieder ein großes Ereignis. Wir haben viele Veränderungen gemacht. Für die Stadt Bruck an der Mur, glaube ich, ist es wieder eine Chance für die Unternehmer und Unternehmerinnen, sich bei so einem Abend zu treffen. Und schauen wir mal, was sich in Bruck verändert hat, weil bei unserem Ball gibt es Veränderungen von der Dekoration über die Musik. Und ich sage immer, wir müssen was Neues machen, weil nur so ist es wieder ein neuer Beginn. Stimmungsvoll die Eröffnungstänze der Trachtengruppe Rossecker. Aus Graz waren Landesrat Christian Buchmann, Wirtschaftskammerpräsident Herk und Wirtschaftskammerdirektor Thomas Spahn gekommen. Für Christian Buchmann, der den Ball eröffnete, ist die Wirtschaft im Aufschwung. Das ist richtig, wenn die Rosi Folger einlädt zum Wirtschaftsfrühling, dann kommen, glaube ich, alle sehr, sehr gerne. Und heuer ist es ein besonderer Grund, sich gemeinsam zu freuen, weil sich die Wirtschaft wieder erholt hat, weil die Arbeitsplätze wachsen, weil es zusätzliche Arbeitsplätze gibt, weil es zusätzliche Ausbildungsplätze gibt. Das ist insgesamt für uns positiv, weil dann steigt die Lebensqualität, weil Einkommen in den Regionen steigt. Und das ist ja der Sinn des Wirtschaftens. Wie weit müssen jetzt Landeshauptmann, Landeshauptsteuermann, Stellvertreter und Landesräte viel diskutieren mit den Leuten aufgrund des Sparpaketes? Der Landtag hat ein Budget beschlossen. Ich glaube, es ist der richtige Weg, weil das, was, glaube ich, niemand will, ist, den jungen Leuten Hypotheken zu hinterlassen. Das, was wir wollen, ist, dass die Jugend Zukunftschancen hat. Und über das spreche ich gerne mit Jung und Alt in den Betrieben, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, auch mit den Mitarbeitern. Und ich kriege da sehr, sehr viel Verständnis mit. Natürlich war die regionale Prominenz stark vertreten. Martina Roman-Kirner, Landtagsabgeordnete Liesl Leitner und Landesrat Hans Seitinger unterhielten sich blendend bei dieser Veranstaltung. Mit der Rosi Folger haben wir da wirklich ein Glück im Bezirk Bruck als Wirtschaftsbund Obfrau. Sie organisiert nicht nur einen großartigen Ball, sondern sie ist auch sehr, sehr bemüht um die kleineren und mittleren Betriebe und auch um die Industrie hier in unserer Region. Und das brauchen wir dringend mit diesem Elan. In der Geschichte von Österreich steht ja drinnen, in Wien, der Kongress tanzt. Tanzt die Wirtschaft in der Steiermark? Naja, ich hoffe, sie hat jeden nur denkbaren Anlass, um freudig zu tanzen und um auch lustig zu sein, so zwischendurch. Das gehört auch zur Wirtschaft. Ich glaube, das ist wichtig, dass man in der Wirtschaft Kommunikation übt, Netzwerke bildet, Synergien sucht. Und zudem sind solche Bälle immer sehr, sehr gut geeignet. Eine gelungene Veranstaltung und vor allem wieder bestens organisiert von Rosi Folger und ihrem unermüdlichen Team von Frau in der Wirtschaft. Ein gesellschaftliches Ereignis der Extraklasse.